Global Cooking in Baden-Württemberg und heute in Esslingen. Eine ehemalige Reichsstadt und schwäbisches Kleinod voller Sehenswürdigkeiten, die die Stürme der Geschichte überlebt haben. Der Besucher staunt, träumt und genießt. Esslingen ist aber auch eine Stadt des Weines. Hier zum Beispiel ganz zentral gelegen, das Kessler-Sekt-Stammhaus direkt neben St. Dionys mit seinen beiden ungewöhnlichen Türmen. Gotisch, romanisch, jedenfalls ohne Zwiebelgipfel. Obwohl Esslingen auch die Stadt der Zwieblinger ist, wie die Stuttgarter Nachbarn sagen. Die Zwieblinger, die einst einen zwiebligen Pakt mit dem Teufel schlossen, um sich der Stuttgarter zu erwehren. Mit Erfolg. Kleine Gassen, die geradezu zum Bummeln einladen. Der Marktplatz, der sagenhafte Postmichelbrunnen und überall Restaurants, deren Küchendüfte einladend in die Nasen steigen. Da, schon wieder ein Aushängeschild, das allein zum Bleiben einlädt. Also rein in die gute Stube, in die Küche von Eiseles Weinstube. Und das ist der Chefkoch. Also mein Name ist Oliver Bremer. Wir haben heute was ganz typisch Schwäbisches gekocht. Nämlich Maultaschen mit einer ganz einfachen Füllung, so wie es bei uns Schwaben einfach üblich ist. Mit Spinat, Hackfleisch und Brät. Und dazu einen schönen schmatzigen Kartoffelsalat und eine Zwiebelschnelze. Und was ist in der Riesenschüssel? Also ich habe hier eingeweichte alte Brötchen, 2-3 Wochen alt. Dann habe ich hier einen Blattspinat gehackt und dann habe ich hier eine Gewürzmischung. Die ist natürlich schon vorgewogen, dass es einfacher geht. Jetzt mache ich noch Eier dazu rein. Der erste Akt. So, wie viele denn? Na, jedenfalls eine ganze Menge. Und noch eins. Und noch eins. Schön vermanschen. So. Vielleicht noch ein paar Gewürze. Da ist drin Salz, Pfeffer, Majoran, Muskat. Ist so das Wichtigste eigentlich. Dass das Verhältnis von den Gewürzen miteinander einfach stimmt. Und das wird dann auch immer vorgewogen. Das mache ich immer abends die Vorbereitung. Und also immer im Verhältnis halt auch zum Spinat und zu den übrigen Zutaten. Jetzt kommt noch ein Hackfleisch, gemischtes Hackfleisch. Einmal. Noch ein frisches Brät. Kalbsbrät. So, und jetzt kommt die Arbeit. Alles mit der Hand. Gehen wir davon aus, dass man sich vorher gewaschen hat. Und dann kann es losgehen. So wie das aussieht, muss ein erfolgreicher Koch, der Wert auf Handarbeit legt, auch Muckis haben. Sonst rührt der nicht lange in der Schüssel. Wichtig ist halt, dass alles schön kalt ist, dass es eine gute Bindung gibt. Und da man ja mit rohem Fleisch arbeitet, natürlich auch eine Hygienesache. Ne? Das ist jetzt die Füllung, jawohl. Und das ist eigentlich das, was die Maultaschen auch immer unterscheidet. Wenn man eine Metzger Maultasche hat, die machen fast nur Brät rein, dann schmeckt es halt relativ stark nach Bratwurst. Sättigt auch sehr stark. Wenn man es aber mit einem anderen Verhältnis mischt, mit Hackfleisch wird es einfach ein bisschen lockerer. Das ist ein uraltes Rezept vom Vorbesitzer hier. Das haben wir übernommen, haben es noch etwas verfeinert, aber ansonsten ist die Basis eigentlich ein uraltes Rezept. Der alte Mann und das Hackfleisch. Auf zum zweiten Akt. Mal sehen, wo der Oliver Bremer mit seiner Füllung hin will. Auf jeden Fall in der Weinstube Eisele. Braucht's auch Muckis in den Beinen. Was ist denn das? Wir werden sehen. Und für was schlägt er die Eier? Das ist ein ganz herkömmlicher Nudelteig, Wasser, Mehl und Eier. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch ein bisschen Arbeitskreis reinmacht, das ist von Bäcker zu Bäcker verschieden. Die kann man beim Bäcker kaufen. Die meisten Bäcker haben einen Tag in der Woche, wo sie Nudelteig machen und anbieten. Meistens aber gegen Vorbestellung, weil der ist nur ganz kurz haltbar. Und wenn der austrocknet, kann man nicht mehr verarbeiten. Dann bricht er und dann kann man eigentlich nichts mehr damit anfangen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man dann immer gleich wieder einpackt
dass er nicht trocken wird. Wie ein Maler seine Leinwand grundiert, so bringt Oliver jetzt die Füllung auf. Nochmal Eimasse, damit die Nudelränder beim Zusammenfalten zur noch meterlangen Maultasche gut verkleben. Dann mit dem Portionierer markieren und zügig Maultasche für Maultasche schneiden. Jetzt ab damit in kochendes Wasser und Minuten später. Wenn sie nachher oben schwimmen, sind sie fertig. Drei Minuten. Links sind sie auf. Dann machen wir, wenn die aufmachen, dann schwimmen alle oben. Aha. Der dritte Akt? Kartoffeln. Wahrscheinlich für den schmatzigen Kartoffelsalat. Das ist auch so eine Wissenschaft für sich mit den Kartoffeln, mit dem Kartoffelsalat generell. Dass man die richtige Kartoffel findet. Und dann einfach auch das Handling. Das sind spezielle Salatkartoffeln. Können aber auch Speisekartoffeln genommen werden. Je nachdem, wie die Eigenschaft ist. Das muss man einfach ausprobieren. Also man kann das nicht prinzipiell sich irgendwo an einer gewissen Sorte festheben, sondern muss es einfach testen. Das kommt auch davon, wo sie wächst, auf welchem Acker das sie wächst, hat sie viel Wasser gekriegt, viel Sonne, je nachdem. Das muss man einfach ausprobieren. Und hier die Zwiebeln für die Zwiebelschmelze. Schön in Butter dünsten. Nicht kochen. Fleischbrühe. Den Kartoffelsalat. Pfeffer. Weißer Essig, dann kommt Öl, das ist für die Figur. Jetzt noch Brühe an den Kartoffelsalat und wieder schön mengen, aber jetzt mit einem großen Löffel. Dann bleibt die eigentlich. So, und jetzt arbeite ich das so lange durch, bis ich merke, dass die Brühe abbindet. Dann wird geschöpft.
In Brühe schwimmt die Maultasche goldig gut. Zwiebelschmelze obendrauf, dekorieren und weil bestens präpariert, ist auch fix serviert. Maultaschen à la Oliver Bremer in der Esslinger Weinstube Eisele. Den neuen Gästen läuft schon beim Bestellen das Wasser im Mund zusammen. Blende 2, einmal in der Früh, einmal geschmelzt. Ja. Haben wir eine in der Suppe, dann geschmelzt, zwischendrin Kartoffelsalat und grünes Salat. Also eine in der Früh und zwei geschmelzt. Ja. Alles klar, machen wir. So machen wir das. Das sieht doch gut aus. Das hört sich sehr gut an. Freuen wir uns drauf. Guten Appetit. Da sieht man's wieder. Je besser es schmeckt, umso weniger wird geschwätzt, wie der Schwabe sagt. Aber weiß eine gute Schwäbin auch, wie es zu dieser lecker gefüllten Riesennudel kam? Maultaschen kommen ja daher, das hat meine Urgroßmutter erzählt immer, dass nämlich am grünen Donnerstag man ja kein Fleisch essen soll. Und deswegen glaube ich ja, haben die Mönche sich damals gedacht, versteck mal einfach das Fleisch in die Maultaschen. Deswegen zieh das nicht. Das hat meine Oma immer gesagt, Herrgott, scheiße nicht. Ja, und da hat sie einfach recht. Guten Appetit wünschen Ihnen Oliver Bremer und Ihr Global Cooking Team. Das Rezept gibt es als PDF und als Filmpodcast unter www.zdf.de/globalcooking.